Angefurcht. Habe ich gedacht, dass Stefan Dodo ist, weil er doch schon ein bisschen leicht verdächtig war irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, was du da gemacht hast. Ja, mach ich auch die Gesetze. Ich habe Stefan. Das ist mein Buch gelaufen. Aber ich habe mir deswegen gedacht, dass Sabrina halt auch Täter ist, weil ich nämlich Medium war und ich konnte die ganze Zeit die Geister sehen. Und ich habe bis zum Die Geister, Ende, die ich rief. Bis zum Ende habe ich gesehen, dass nur einer gestorben ist. Ja, dann habe ich gedacht, okay, wenn Stefan, Ente wäre, dann wären schon viele Leute gestorben. Deswegen habe ich mir gedacht, angefurzt. Okay, das nicht. Ja, ich bin ein Massenmörder. Okay, bis gleich. Alles klar. Das kann ich doch. Ich kann mich rausfinden lassen. Aber die merken das vielleicht. Oh mein Gott. Achso. Das ist also, wie gesagt, nochmal, das ist der böse gemeint, wenn ich mich hier aufrege. Das war jetzt nur im Eifer des Gefechts. Ich bin der Dodo für. Wo sind denn alle? Muss mich verdächtig machen. Was hat denn? Da sieht er ja nichts. Hier oben ist man natürlich leicht Bäume. Ist auch niemand. Wer gebaut werden war. Schwer gebaut werden. Zeigen mir. Gespäckchen. Nee, ich will gebotet werden, ich will sterben. Nein. Nein, 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 nein. Was noch? Nein. Nein. Du bist ein Scheiße. Du bist ein Stück Scheiße. Ich hasse dich. Ach ja, die Aufgabe. Ach ne, ich habe noch keine Aufgabe. Alter! Ich wollte schon sagen, aber. Und zwar ist Cola mit Soße gerade am toten Flaschenlimo vorbeigelaufen. Ja, auch gesehen, wie er ihn gekillt hat. Du hast mich nicht gesehen. Der hat gesagt, Andi ist safe, Alter. Weil der mit mir eigentlich ein paar Tasks gemacht hat. Habe gerade gesehen, wie Cola mit Soße. Du hast mich nicht gesehen, wie ich den gekillt habe. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Könnte aber auch sein, dass der Dodo ist und extra da dran vorbeigelaufen ist. Ich würde noch nicht auf Andi gehen, weil Andi war gerade. Ich habe den unten einfach so gesehen und normalerweise, wenn er es ist, kommt er mit der und tötet mich. Also ich gehe ja davon aus, dass es Pascal fast schon. 100% ja. Pascal, 100%. Weil ja. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass er jemanden tötet und direkt confirmed und sagt, er und der war's. Ich meine, das war schon also dreimal, halt nur aus. Heute. Ich kann dazu noch nichts sagen. Ich glaube, Andi ist Dodo. Wenn Andi gleich tot. Warst du? Es ist 100% Pascal, weil ich habe ihn auf jeden Fall nicht getötet. Ich bin nur an der Leiche vorbeigelaufen, weil ich es nicht gesehen habe. Okay. Aber der lag also da schon. Einer von beiden auf jeden der Fall. Lag da schon, einer, der von, lag da schon. Einer von beiden. Aber da deswegen. Dass Pascal sagt, dass ich ihn getötet hätte, was ich nicht sicher habe, ist er für mich. Wir sehen, wie er umgefallen ist und Andi ist daher gelaufen. Bierig. Mist. Also ich würde sagen, egal. Halt alles klar. Und jetzt müssen wir die drei halt Kleine Sau, kleine Sau. Jetzt werde ich dir auf jeden Fall hinterherlaufen. Wo bist du? Ich finde dich. Nee, du bist ja nett. Du bist auch nett. Wo ist er da? Guck mal da, wie rote Ente steht. Tu da wieder so.
Atme meinen Pups. Atme meinen Pups. Atme ihn tief ein. Schmecke ihn. Ist auch mal ganz interessant, hier so eine Ente zu beobachten, was der so macht. Gucken, was auffällt. Jetzt sucht er verzweifelt seine Leichen. Da warst du schon mal. Soll ich mal ein Feuer furzen? Sag mal, wo wart ihr die ganze Zeit? Ich bin 10 Runden gelaufen und hab ein Schwein gefunden. Ich bin die ganze Zeit mit Sabrina rumgelaufen. Oh, ich hatte voll Angst. Ich dachte, du wolltest dich töten. Also ich hab meine Taschen fertig gemacht. Nein! Ich war die ganze Zeit bei... Ich war die ganze Zeit bei Pascal als Geist und hab ihm ins Gesicht gefurzt. Also, meiner hatte die Fähigkeit, dass er sich verstecken kann. Ich hab meine Taschen fertig gemacht und bin in den Schrank geklettert. Wie lange kannst du dich verstecken? Ich hatte eigentlich Mortician, also ich hätte die Leiche untersuchen können, aber die war dann weg, nachdem Pascal die umgebracht hat. Und ja, das ist, sobald man die, glaube ich, das erste Mal hat hier diese Versammlung gemacht hat, dann verschwinden alle Leichen auf der Map. Ja. Kevin, wie lange kannst du dich verstecken? Ich weiß es nicht, also ich habe das jetzt durchgezogen, bis tatsächlich das Spiel geendet hat. Also stand da keine Zeit? Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Unten links müsste da dann stehen. Aber es kann ja wenigstens nur einer. Ich habe nicht drauf geachtet, müsste man nochmal machen. Eine andere Map? Nochmal? Oder gibt's keine mehr? Wir haben jetzt die Map gespielt einmal. Ah ja, okay, dann von mir aus noch eine. Ja. Welche war besser, am besten? Ich finde die eigentlich ganz gut. Ja, ich auch. Ja, die ist in Ordnung. Außer, dass ich gerade kein Schwein von euch gefunden habe, das ich hätte umbringen können. Super, ich bin der Einzige. Und vor allem, wie lange der Pascal mir hinterhergelaufen ist. Wie lange? Ja. Das Schöne ist, der ist in den Raum rein, wo die Glocke ist, und ich bin da gerade raus und von ihm weggelaufen. Oh Mann. Ja, ich hab hinter Pascal gestanden, hab ihn angefurzt, weil er also da am Ohr. Und als er sich umgedreht hat, um mir hinterher zu rennen, bin ich weggelaufen. Das mit dem Furzen ist einfach so eine geile Funktion. Ich konnte noch gar nicht killen. Ich hatte nur die Befürchtung, ich hatte ja zurückgefurzt. Und dann dachte ich, Moment mal, wenn ich doch in der Aufgabe bin, kann ich da überhaupt furzen? Oh Mann. Ich wusste eh, dass du es bist, weil du mich halt persönlich so kriegst, weißt du? Und ich dachte, Adi, ich bin genau eben... Ich bin auf die Leiche gerannt und ich dachte, du siehst die und dann wollte ich einfach schnell, ich muss jetzt irgendwas machen. Weil ich bin ja von da halt hergekommen. Ja. Adi, ich hatte eben so einen Schiss vor dir, dass ich zu diesem Dinner-Dingens langen Tisch gelaufen bin, weil da kann man ja so eine Versammlung starten. Und dann ist mir aber aufgefallen, Moment, der macht ja gar nichts. Naja, mir ist das egal gewesen. Ich hatte mir schon gedacht, dass du Angst hast, aber ich bin trotzdem die ganze Zeit hergelaufen, weil ich mir gedacht, wenn wir jetzt Pascal in die Arme laufen und der von uns einen tötet, dann sieht das einer von uns beiden, weißt du? Ja. Ich hätte sofort wieder gecallt und euch beschuldigt. Natürlich. Dann hätten wir beide dich aber gemobbt. Was? Das ist unfair, das darf man nicht. Doch, immer. Ja, los, tschüss. Los geht's. Bye, bye. Du kannst dich, wenn du schauen, alles ist. Ah, ja, genau. Ich will mal jemanden beobachten und aufspüren. Doch, hier kann ich ganz schnell machen. Das ist hier direkt um der Ecke. Bam, Alter, bam. So. Hier oben habe ich meistens eine Aufgabe. Guck mal, hier habe ich keinen jetzt. Ah, oh. Alter, schwinde. Ha.
Das ging schnell. Andi, ey. Ist flott. Der Andi war 100 pro, 100 pro. Ich hab gerade gesehen, wie er einen Peter umgebracht hat. Nur ja, Stefan hat Peter umgebracht. Oh nein, ich glaube, der Pascal ist Dodo. Naja, also ich baller mein Vote so hart raus, da könnte ich klicke schon. Ich hab doch kein Wort Andi gesagt. Andi wart. Ich sag nur, dass du Dodo bist. Okay. So 100%ig Stefan. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Oh Gott, das finde ich aber schwer. Alter. Das finde ich sehr schwer. Ich hab's so hart gesehen. Wenn ihr euch beide gegenseitig beschuldigt. Also, wenn ihr nicht für mich votet, ich hab's wirklich sofort gesehen. Junge, ich hab einfach so gepanickt. Kevin hat er, ey. Ich hab so gepanickt. Seid ihr doof? Seid ihr eigentlich doof? Okay. Tschüss. Ich hab übersprungen. Du suchst den Spin von David Jones. Oh. Die sind so dumm. Naja, sollen sie ja eigens verderben rennen. Da, guck, da steht es, Ente. Guck hier, ich futze dir auch ins Gesicht. Scheinbar war das ja nicht. Andi. Stimmt. Ja, dann, der stand jetzt auch bei mir rum und hat gar nichts. Ja, dann würde ich sagen, fliegt der Nächste. Bye bye, Andi. Ach nee, ich darf noch. Wir müssen noch warten. Andi, du hast noch ein paar Sekunden. Willst du noch was sagen? Ja, meine letzten Worte würde ich erst mal ist Dodo, Alter. An euch richten. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Aber Pascal, habe ich denn recht, dass du Dodo bist? Nein. Echt nicht? Nein. Der Andi ist Dodo, ich sag dir. Nee. Ah, nee. Kevin, wie bist du drauf gekommen? Es war Dodo. Tatsache, ja. Alter. Also, naja, es war relativ am Anfang. Als er angefangen hat, mich bei meiner Taste einfach dumm zu beobachten. Ich glaube, er wollte, dass ich denke, dass er nur auf seinen Cooldown wartet. Bis ich ihm dann hinterhergelaufen bin, weil ich testen wollte. Ich hab mir gar nichts dabei gedacht. Ich bin da hingerannt, dachte so, hallo Kevin. Und dann bin ich wieder weggegangen. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, dann bin ich hinterhergelaufen. Und dann bist du weiter weggelaufen. Und dann dachte ich, wir spielen. Ich bin wirklich, also, ich bin wirklich traurig. Okay. Und ich dachte so, ist der es wirklich? Weil der hat wieder nicht. Der stand einfach bei mir doof rum. Weißt du, ich sag so hier, der war es auf jeden Fall. Und der Andi wiederholt einfach das, was ich gesagt habe. Ja, ich hab dich zumindest nicht beschuldigt. Ich ja, danke. Wenigstens du. Weißt du, woran das lag? Weil ich die Brotschüsse zum Mund hatte. Du hast gelacht am Anfang. Nee, der hat am Anfang gelacht. Ja, das war so. Das hat. Deswegen, aber ich war so verunsichert. Weil ich hab gelacht, oder was? Aber bei sowas müsst ihr euch einfach einigen. Zusammen, ihr wählt erst den einen und dann den anderen. Und nicht so halb aber, und jeder wählt irgendwo anders. Aber das war, dadurch kann der noch schaffen. Das war ziemlich gut. Ich hab Kevin gewählt. Wer hatte nochmal die Glocke? Ja, nur weil ich dich hab auffliegen lassen. Wer hatte nochmal die Glocke gezogen? Pascal, du, ne? Ja. Das war ziemlich gut, weil wenn der Andi ja so 100% auf bestanden hat und er war es ja dann halt, also ich war es ja dann nicht. Richtig. War ja die logische Schlussfolgerung, das erste ist. Ja, das hatte ich mir da auch schon gedacht, aber ich wollte einfach nur sehen. Ich persönlich wusste ja auch, dass er kein Dodo ist, weil ich ja Dodo war. Außerdem haben wir uns dann ja auch geeinigt darauf. Und ich wusste auch, er ist kein Dodo, weil Pascal gesehen. Dodo war. Genau. Ja, das Ding ist, selbst wenn ich halt als Dodo sage, dass Stefan das 100%ig war, dann mache ich ja irgendwie auch keinen Sinn, nicht als Dodo, ne? Nur, das Ding ist halt, ich habe halt schon gewusst, ja okay, Stefan hat das jetzt gesehen, so setzt nicht jetzt ja, die Sache ist natürlich, wenn du Dodo bist und ihn beschuldigst und du weißt, dass er es nicht war, dann funktioniert's. Ja, weil ich wusste halt, dass er es nicht war. Wieso? Und ja gut, ich sag mal so, ja, das hätte halt Sinn gemacht, weil ich dann ja, dann als nächstes rausgebotet werden würde und dann wäre ich halt einfach, hätte ich halt gewonnen. Nur das Ding ist, wenn Stefan aber vorher sagt, dass ich es 100%ig gewesen bin und er es gesehen hat und ich dann sagt, nee, er war es, aber weil er es gesehen hat und er dann rausblickt und er es nicht war, dann ist es, kann es ja nur sein. Ja. Weil sonst hätte das Stefan ja auch nicht gesagt, dass ich es gewesen bin. Richtig. Ja. Siehst du, ich hätte das nie gesagt, wenn das nicht jemand gewesen ist. Nee, das Ding ist halt nur, ich wusste halt schon danach, die Runde gewinne ich nicht mehr. Weil ich dann rausgevotet werde, sobald ich die Runde noch überlebe.
Aber ich wollte einfach nur sehen, ob wir jetzt wirklich... Kevin, ich hab dich angefurzt. Tschüss. Du kennst die Anzahl der Geister. Kann ich mich ja theoretisch melden, wa? Todes. Da ist meine erste. Oh, da sind zwei direkt. Warte. Hier? Nee. Aber ich wüsste gerne mal, wo die Loch ist. Was? Ja. Und die auch da, oder was? Ja, hier, das Chromophon. Macht die da. Vielleicht ist es nett. Das geht jetzt mal. Achso, Staubwedel machen. Und dann Fingerabdrücke abgleichen. Sabrina. Mist. Ihr wollt mich verarschen. Wir wissen, wo die Glocke ist. Jetzt. Und liegt da oben vielleicht. Muss meine Aufgaben noch machen. Mit. Ich vertraue denen jetzt hier. Seid ihr da? Die Kerze machen. Kevin, hör auf, mir auf den Sack zu gehen! Fühlst du dich unwohl? Ja, ich hab nur eine Task, ich hab dir noch. Bin fertig. Ich hab auch noch also eine. Also, ich hab bei Peter noch nicht mitgekriegt, dass sie überhaupt eine gemacht hat. Ich bin ja nicht lange hinterher gelaufen. Aber der Kevin hat noch nicht eine fucking Küche Task gemacht. Er rennt mir die ganze Zeit hinterher. Ich hab in der Küche aus dem rechten Schrank hab ich Zutaten genommen. Dann hab ich. Sehr schnell fertig, das stimmt. Dann hab ich Streichholz angemacht. Dann hab ich. Ja, das sind ja nur vier Dinger, die du anklicken musst. Dann habe ich oben eine Hecke geschnitten. Dann muss ich unten noch eine Ja, Hecke okay, schneiden. Du hast Aufgaben gemacht. Ich glaube, Sabrina ist mir hinterhergelaufen und wollte mich, glaube ich, töten. Die anderen waren immer alle zusammen. Ich habe die Aufgaben gemacht. Ich musste zum Lauf. Ich muss auch eins sagen. Du bist mir egal, wer es ist, er hat es unendlich schwer, weil alle sechs aufeinander hängen. Ja, das alle stimmt. Beieinander bleiben. Das ich will nicht sagen, aber das echt schön aus. Der Peter versucht hier verzweifelt seine Unschuld zu beweisen. Ich sag, der ist es. Ich glaube, der Kevin das ist der... auch die ganze Zeit meins. Der stand da schon von Anfang an dumm rum. Einfach Tipp. Nee, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ciao. Ist das oder nicht? Er war nett.
Kannst du nichts machen, wenn 6 Leute auf einem Platz sind? Das ist richtig heulig. Das stimmt schon. Ich war auch gerade am Überlegen. Also echt, ich war auch überlegen, ob ich einfach die Glocke mache und sage, ich bin es, weil es hat keinen Sinn. Also eigentlich wollte ich jedem dumm hinterherrennen und so zu tun, als wäre ich's, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Ja, das ist schwierig, ne? Ja, zwischendurch war dann halt Peter noch darum, dann waren wir zu dritt, dann kam Stefan irgendwann dazu, zwischendurch waren wir, glaube ich, sogar alle bis auf Sabrina da. Ja, ich hab mir auch gedacht, vielleicht wäre es besser, wenn wir das einfach vermeiden. Wenn das halt gut für die Leute ist, weil das nimmt das nämlich halt einfach wirklich, weil der Trader kann halt einfach nichts machen. Das nimmt dann einen Kurs und dann ist halt vorbei. Ich bin einmal Trader und da hängen wirklich 5 Leute durchgehend auf einem Punkt. Das war die so Sache nicht geplant. Ich wollte nur suspekt wirken.